Trump bannt TikTok und WeChat und man darf gespannt sein, wie die Chinesen darauf reagieren. Denn irgendwas müssen die ja tun, um nicht ihr Gesicht zu verlieren. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Tag, der es durchaus in sich haben könnte, während man manchmal so in der Lage ist, gerade morgens hier die Themen zu suchen und zu gucken, Mensch, was kann ich denn überhaupt erzählen? Ist das heute weniger ein Problem? Deswegen gehen wir gleich mal rein in die Geschichte. Wichtiger vielleicht als der Bann von TikTok, der sich ja angekündigt hat, ist die Geschichte mit WeChat, gehörend zum Konzern Tencent. Immerhin ein absolutes Schwergewicht der Technologiekonzern Chinas, wenn man so will, in vielen Bereichen. Neben Huawei, der zweiten technischen Speerspitze, die von Donald Trump und der Trump-Administration ja auch attackiert wird. 800 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung bringt Tencent auf die Waage und wir sehen, dass das Unternehmen oder der Aktienkurs des Unternehmens deutlich gefallen ist. Minus 10% geht es dann nachbörslich nach unten, weil sich jetzt dieser Tech-Krieg, wenn man so will, intensiviert. Und wie gesagt, normalerweise muss China hier agieren, kann sich das nicht gefallen lassen, muss zumindest dann Gegenmaßnahmen ergreifen, vielleicht gegenüber amerikanischen Tech-Konzernen wie Apple. Das ist eben jetzt die Frage, was China tun wird, wie sie reagieren werden. Und Apple ist gestern auch der Treiber gewesen, dass die Aktienmärkte dann doch noch nach oben gegangen sind. Wir haben gestern die Situation gehabt, dass wir deutlich im Plus waren beim S&P 500 und gleichwohl nur 46% der Aktien im S&P 500 gestiegen sind, 54% sind gefallen. Die Zugewinne gestern im S&P 500 einmal mehr ausschließlich durch die fünf großen Tech-Konzerne, Facebook deutlich gestiegen mit neuem Allzeithoch, Amazon neues Allzeithoch, Apple neues Allzeithoch. Hier sehen wir, dass Apple jetzt seit dem Märztief 100% zugelegt hat in der letzten Handelswoche. Alleine über 300 Milliarden Dollar und man ist jetzt ganz knapp unter einer Marktkapitalisierung von 2 Billionen Dollar und das angesichts der Tatsache, dass sich eigentlich seit 2014/15 der Umsatz von Apple nicht nachhaltig steigert. Das ist schon eine Auffälligkeit. Jedenfalls auffällig auch das, was derzeit mit den Edelmetallen Gold passiert und Silber passiert. Wir sehen hier, dass Gold jetzt immer mehr sich entwickelt wie die Aktienmärkte selbst. Das liegt wohl daran, dass viele Portfolios eben jetzt versuchen zu flüchten, indem man eben rausgeht aus Bonds, die nichts mehr bringen, die eine negative Realrendite aufweisen und reingeht zum Beispiel in Gold, aber auch Silber und eben in Aktien. Das scheint so das neue Mantra zu sein. Deswegen steigt Gold meistens, wenn Aktien steigen und es könnte aber auch fallen, wenn Aktienmärkte fallen, wenn plötzlich mal Risk-Off der Fall ist. Schauen wir uns hier mal Silber an zum Beispiel. 150% gestiegen seit dem im Märztief und viele sagen ja, Mensch, ich sei grundsätzlich bärisch und so weiter, aber das ist natürlich völliger Unsinn. Ich habe nur Schwierigkeiten mit der Nachhaltigkeit von Fahnenstangencharts, denn die Erfahrung zeigt, dass Fahnenstangencharts wie hier Silber normalerweise nicht nachhaltig sind. Okay, es gibt so Charts wie Amazon, eben eine Firma, die dann wirklich wie eine Rakete nach oben schießt und ein Riesenunternehmen wird, aber bei Silber ist das ja nicht der Fall. Das ist ja etwas, was jetzt nicht neu ist, was sozusagen jetzt nicht plötzlich komplett andere Perspektiven hat. Man kann sagen, okay, wir haben ein bisschen Angebotsschwierigkeiten in Minen von Peru und Mexiko durch das Coronavirus. Aber es ist natürlich nicht so, dass jetzt die Nachfrage nach Silber in irgendeiner Form so deutlich gestiegen wäre, wie der explodierende Chart es eben nahelegt. Wir waren heute schon auf Future-Basis bei 30 Dollar im Silber-Future. Hier sehen wir mal einen Wochenchart und das ist eben eine Fahnenstange par excellence. Und wie gesagt, normalerweise sind solche Geschichten nicht nachhaltig. Wir sehen, dass Silber jetzt auch sehr beliebt ist bei den Robin Hoodern. Neben Apple, das an Nummer 2 ist, sehen wir, dass Silber hier praktisch an Nummer 9 jetzt ist, immer weiter in der Gunst der Robin Hooder aufsteigt, die gerne alles nach oben zocken, was nicht auf den Baum kommt. Wir sehen, dass Gold jetzt in den letzten oder 14 Mal in den letzten 15 Handelstagen gestiegen ist, gab es so noch nie. Wir haben dann weitere nicht so gute Nachrichten eigentlich für die Aktienmärkte. Kanada will reagieren auf die Ankündigung von Trump, Aluminiumzölle gegen das Land einzuführen. Das dürfte dann Gegenzölle geben. Also wir haben jetzt plötzlich wieder das Wiederaufflammen dieser ganzen Zollgeschichte. Wir haben heute die Arbeitsmarktdaten
in den USA. Gestern ja die Erstanträge weniger schlecht als erwartet ausgefallen. Ebenso die Continuing Claims, die fortgesetzten Anträge. Das hat jetzt die Erwartung so ein bisschen nach oben genommen. Donald Trump hatte ja angekündigt, da kommt eine Big Number. Was auch immer er damit meinte, ist die Frage, ob er da, als er diese Aussage tätigte, die Zahlen schon kannte. Ja oder nein, jedenfalls. Diese Non-Farm Payrolls zeigen oder werden praktisch innerhalb einer einzigen Woche gemacht. Das ist meistens so vor Mitte des Monats. Man weiß also nicht wirklich, wie breit die Datenbasis ist. Da ist Tür und Tor für Ungenauigkeiten, für Manipulationen, für Revisionen geöffnet. Wir sehen teilweise massive Revisionen der Vormonatszahlen. Und da fragt man sich, naja, wie erfassen die Amerikaner eigentlich ihre Statistiken? So kann das ja eigentlich nicht sein. Hier ein paar Indikatoren, die darauf hindeuten, dass eigentlich in Umfragen schwächere Zahlen zu erwarten sind, es aber eben auf der anderen Seite auch positive Daten gibt, die auf eine starke Zahl deuten. Also das wird sehr, sehr wichtig, sehr, sehr schwierig. Hier sehen wir die letzten 4 Monate mit dem krassen Abfall im April, mit dem deutlich stärker als erwartet gestiegenen Mai vor allem und Juni. Das wird also jetzt vielleicht das Thema heute 14.30 Uhr bei finanzmarktwelt.de, können Sie das sehen. Und wir haben jetzt die Situation, dass offenkundig die Gespräche zwischen den US-Demokraten und den US-Republikanern festgefahren sind. Da scheint es wenig Annäherung zu geben. Man ist, was die Summe dessen, was da investiert werden soll oder was ausgegeben werden soll, schon sehr, sehr weit entfernt. Jetzt droht sozusagen Trump mit dieser Exekutivorder. Die Frage ist, kann er das überhaupt machen? Wird das gehen? Wird das Bestand haben? Verfassungsrechtlich, das ist eben jetzt das große Thema. Die Aktienmärkte haben ja eigentlich diese Einigung schon eingepreist, die ich gestern zeigte, sehr, sehr wichtig ist auch für die Konjunktur, für den Konsum. Denn wenn diese Schecks wegfallen, dann wäre das ein richtiges Thema. Schauen wir uns mal die Charts an, schauen wir uns die Reaktion an. Was die Märkte daraus machen, was wir hier sehen, ist der Nasdaq 100, 11.223. Wir hatten heute Nacht ein neues Allzeithoch auf Future-Basis erreicht in den Charts von Capital.com, alle auf Stundenbasis. Jetzt geht es wieder ein bisschen nach unten, aber dann kommt die Europa-Rampe, die zuletzt ja immer der Fall war und sorgt hier für etwas weniger Schwäche. Wir sehen, dass der S&P 500 jetzt nur noch so 1,5% etwa von seinem Allzeithoch entfernt ist. Der DAX, der wabert um die 12.600er Marke. Das ist wirklich ein bisschen deprimierend. Wir sehen, Gold ist heute Nacht weiter gestiegen, aber dann wieder auch gefallen. Wir waren jetzt auf einem neuen Allzeithoch heute Nacht bei 2075. Und wir sehen Silber, meine Damen und Herren, das knapp unter 30 Dollar war im Kassamarkt, jetzt aktuell bei 28,64 $. Also, das ist jetzt eine interessante Situation. Werden die Chinesen reagieren? Was werden sie tun? Werden sie das einfach hinnehmen? Eher unwahrscheinlich. Sie müssen irgendwie eine Gegenmaßnahme ergreifen, amerikanische Tech-Firmen sanktionieren in irgendeiner Form. Das ist der erste Fokus. Der zweite Fokus liegt auf den US-Arbeitsmarktdaten und der dritte Fokus auf den Gesprächen zwischen den US-Demokraten und Republikanern. Wird da Trump da etwas machen? Das sind die Fragen, das sind die Unsicherheiten, das sind die Risiken, das sind die Chancen, die derzeit im Markt sind. Ich wünsche einen wunderbaren Handelstag Ihnen und sage Servus und Ciao.